Moin, ihr Lieben. Ja, wie ihr sehen könnt, gerade eben war die Post da. Es ist Freitag, der 13. Gegen 13:30 hat es geklingelt. Jetzt ist es 13:43 Uhr. Und ich habe mich spontan entschieden, ein kleines Unboxing draus zu machen. Dementsprechend werde ich dieses wunderschöne kleine Päckchen mal eben hinter die Kamera holen, das vom Klebeband befreien und dann schauen wir uns an, was da drin ist. Und was gibt es Besseres als ein Victorinox, um ein Paket zu öffnen? Jawohl. Hoppla, das ging ja gut. Was kommt denn da zum Vorschein? Nochmal eingepackt in Luftpolsterfolie. Ja. Die meisten werden es jetzt schon erkannt haben, zumindest den Hersteller. Ein weiteres Reality Knives. In dem Fall ganz, ganz herzliches Dankeschön an einen lieben Messerfreund, Simon. Ganz herzlichen Dank. Hierbei handelt es sich um das District 9 von David Reality Knives. Und zwar das D9B, die Tanto-Version. Ja, geil. Junge, Junge, das ist genau so ein Brecher. Wie das D9A. Farblich ein paar kleine Unterschiede. Framelock-Seite, abgesehen vom anodisierten Clip, soweit identisch. Backspacer ist der gleiche, beim A-Modell anodisiert. Auf der Front haben wir statt der kleinen schmalen Rillen eine fette und dazu hier oben noch die Kläne. Ja, und der größte Unterschied natürlich die Klingenform. Ja, also im Grunde, seit die beiden Modelle auf den Markt gekommen sind, wollte ich die unbedingt mal in die Finger bekommen. Dass mir der Simon und der Gympanse das jetzt ermöglicht haben, ist natürlich sehr, sehr geil. Wir haben am letzten Wochenende bei unserer letzten Episode Döner in Stil ja noch drüber gesprochen, dass wir die District 9s bis jetzt noch nicht in Händen hatten. Jetzt ist es gerade mal 4,5 Tage später und ich habe sie beide auf dem Tisch. Das ist absolut geil. Definitiv. Riesen, riesengroßen Dank an euch beide. Einfach nur geil. District 9, Model A, Model B. Im Vergleich dazu mal das schlankste aus der Familie. Das Hills. Das ist schon ein ordentlicher Größenunterschied. Auch die massive Klinge lässt das Hills geradezu schlank erscheinen. Und das Ganze mal einfach ohne Worte, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Horizon A, Horizon B, Horizon C, Hills, District 9A, District 9B. David, now I've got them all together on one table and wow, that feels really, really good. Ja, jetzt habe ich sie endlich alle auf dem Tisch. Und ja, wie sollte es anders sein? Natürlich wird es da auch in Videoform ein bisschen was dazu geben. Diese Chance muss ich einfach nutzen. Wann hat man schon mal die Chance, quasi die komplette Kollektion eines Machers auf dem Tisch zu haben?
Ja, ich freue mich riesig. Schade, dass ich morgen so lange arbeiten muss. Ich würde am liebsten jetzt das ganze Wochenende mit den sechs Schätzchen hier verbringen. Aber ich werde da schon genug Zeit für finden. In diesem Sinne, euch allen ein tolles Wochenende. Bleibt gespannt, was da kommt. Ich wette, das wird ein riesengroßer Spaß. Wir sehen, hören, lesen uns die Tage. Simon, Jimpanse, an euch beide nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Jörg, von dir sind das Horizon C und das Horizon B. Ganz, ganz lieben Dank, dass du sie mir hier gelassen hast bis zu unserem nächsten Video. Ich werde mich schon mal um Fotos kümmern und vielleicht den einen oder anderen Clip zimmern. Und der Rest wird sich dann wie immer sehr spontan ergeben. Also nochmal euch allen ein tolles Wochenende. Bis bald.